Hallo und herzlich willkommen bei einer Runde Dead by Daylight. Und zwar nicht irgendeine Runde, sondern die allererste Runde für YouTube. Ich habe schon, und nicht nur die allererste Runde Dead by Daylight für YouTube, sondern überhaupt das allererste Video für YouTube. Ich bin gespannt, wie es ankommt, ob es ankommt, ob ich innerhalb von den nächsten 3 Monaten 5 Likes zusammenkriege. Das wäre nämlich schon mal ein Erfolg, finde ich. Weil ich erwarte wirklich nicht viel, aber ich hätte gerne viel. Sagen wir es so. Ja, kurz zu meinen Dead by Daylight De Künsten. Ich bin Level 16, spiele das Spiel, habe es nicht wirklich oft gespielt, aber habe es wieder irgendwie momentan entdeckt und es macht ziemlich Spaß und wie es aussieht, sterbe ich gleich. Ich möchte aber. Oh. Hallo. Das war der Trapper, wenn ich richtig sehen konnte. Lieber Trapper, lass das Weib, was du da zu Boden geschlagen hast, in Ruhe. Oder es war ein Mann mit weiblicher Stimme, kann auch sein. Oh, sollten uns vielleicht mit ducken. Ducken wäre ein Einfang. Okay. Hier rüber. Ich sehe nichts. Okay, er stellt eine Falle auf. Oh. Oh nein. Oh nein, 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 oh nein. Nein, oh nein, oh nein. Hä? Was macht denn der jetzt da? Oh nein. Ich bin am Arsch. Okay, ich glaube, das ist ein Camper. Schäm dich, du Camper. Schäm dich. Hat da gerade noch jemanden aufgehoben? Okay, go, 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 ich rette dich. Komm her. Komm her. Komm. Oh nein, er kommt. Lauft. Lauft. Okay, lauf. Ich sollte laufen. Ich sollte laufen. Das ist immer so. Ich rette Menschen und am Ende bin ich derjenige, der leidet. Das ist Standard. Ich habe mich schon lange daran gewöhnt. Ich glaube, das Spiel hasst mich. Aber ich lebe noch. Oh. Oh. Warum sehe ich. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Das ist ganz blöd, ganz blöd, ganz blöd. Und das ist doch nicht jetzt wahr. Du blöder Trapper. Nimm mich wenigstens mit. Lass mich doch jetzt nicht hier verbluten. Was macht der denn? Ich glaube, er weiß selbst nicht genau, was er macht. Ach, der nimmt seine Falle. Ja, komm, nimm mich. Nimm. Nein, nicht dahin setzen. Kann ich da nicht reinkriechen hier? Ich störe ihn. Lass das, hör auf. Hui. Guck mal, die Falle ist über mir, die schwebt. Er hat eine schwebende Falle aufgestellt. Weil ich bin unter der Falle. Warum lässt er mich denn verbluten? Ein richtiger Penner ist das so. Ja, hier, ich bin hier, du kannst. Oh, da. Hier! Rette mich! Ui. Der fliegt aber lustig runter. Gut, ich erhole mich einfach mal, damit irgendwer. Lass mich erholen. Ja, jetzt kommt er, wo ich anfange, mich zu erholen. Das ist eine freche Sau, der Typ. Also, wehre dich, Dwight Fairfield, wehre dich! Ja, okay. Ah, jetzt verpiss dich, du. Du hässliches Ding, du. Wo sind meine Freunde? Da ist ein Freunde, da ist ein Freunde. Okay, jetzt müsste dieser elendige Camper. Okay, ah, der will jetzt seine Falle aufstellen. Ich dachte, der hat schon neu aufgestellt, aber gut. Macht's ab. Los, geh. Geh deine Fallen suchen. So, einer. Jetzt. Los, 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 los. Holt mich hier runter. Hol mich runter. Ja, komm, fast da rein, wenn es zugeht. Eine Hand mehr oder weniger. Ja. So, und ich lauf ihr. Ach, die will jetzt noch den Haken sabotieren. Okay, auch. Och, okay. Aber wenn du mich dann noch heilen kannst, hätte ich auch nichts dagegen. Ah, okay. Okay, sie hat Zeit, mich zu heilen, weil er ist gerade mit der Zurellone beschäftigt. Heil mich! Heil! 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 Heil mich! Los! Mach! Bitte! Los! Hallo! Danke! Juhu!
So. Die Tusse heilt uns. Das ist fabelhaft. Aber er kommt, 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 er kommt. Ich habe ihn gesehen. Ich konnte ihn riechen und er mich anscheinend auch. Und das endet schon wieder nicht gut für mich. Das bin ich gerade schon wieder in dieselbe Falle am selben Ort reingetappt. Ich lerne nicht aus meinen Fehlern. Nein, wie geil! Ah, das war. Oh, oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Hier rüber. Und wenn wir schon mal gerade hier so sind beim Auslauf, nehmen wir den auch nochmal mit, weil. Ja. Das hat erstaunlich gut geklappt. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet, aber coole Nummer. Das war wirklich cool. Also im ersten Video ist da gleich sowas passiert. Ich bin richtig stolz auf mich. Also ich gebe mir kurz mal selbst einen Schulterklopfer, ne? Da ist er ja wieder. Nein, diesmal will ich nicht zu dir. Aber er kann mich, glaube ich, hören. Generatoren! Man muss. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Und ich bin am Haken. Ach Gott, der bringt die doch jetzt genau hierher. Oh nein. Ich wette, er weiß, dass ich hier rumlungere. Ich bin schon einmal angehittet. Meine Mama hat immer gesagt, auf meine Gesundheit achten und. Man soll ja immer sich selbst retten, bevor man andere rettet. Ah, und die ist eh schon tot und der Killer ist hinter mir her. Ich werde es bereuen, ich weiß es jetzt schon, aber ich gehe in diesen Schrank. Auch wenn ich hier wunderschöne Blutspuren hinterlasse und stöhne. Aber die Blutspuren, okay, die Blutspuren sind weg. Jetzt muss nur noch der Killer weg. Weil wenn er, oh, wenn er mich jetzt fängt, bin ich komplett am Arsch, weil der bringt mich dann in den Keller. Ja, geh weiter, geh weg. Okay. Wir scheinen. Ah, wir sind doch nicht safe. Wieder zurück in den Schrank. Jetzt sind wir doch wieder safe. Meine Güte, der kann sich auch nicht entscheiden, wo lang, ne? Go, Dwighty Boy. Mir fällt gerade auf, dass es bei Walking Dead auch einen Dwight gibt, aber das ist so kein positiver Charakter. Naja, das war jetzt mal so ein bisschen off-topic. Ich würde echt gern mal einen finden, damit wir uns gegenseitig alle heilen können und Friede, Freude, Eierkuchen singen können. Oder ich mache diesen Generator, der hoffentlich schon wirklich weit ist. Erstaunlicherweise bei der Hälfte. Top. Da ist der Haken auch kaputt, sprich, der wird, falls er mich jetzt K.O. haut, gar nicht aufhängen können sofort. Und, oh, zwei davon sind schon wieder geheilt. Bin nur noch ich als Krüppel unterwegs. Los, 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 los. Aber es scheint alles soweit zu sein. Er ist nicht in meiner Nähe. Na komm, mach hinne. Wäre das eigentlich nicht mal schlau? Oh, da sind die anderen. Dass man irgendwie die. Ja, ich komm doch. Aber er kommt auch. Das ist schon wieder uncool. Uncool, 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 uncool. Ich will hier rein, ich will hier rein. Das ist die Schrankrunde. Ich bin immer in Schränken. Wo waren wir? Genau. Wäre das eigentlich nicht klug, bevor man diesen Generator macht, die Sicherung für die Lampen rauszumachen? Von mir aus beim ersten Mal geht das an. Da wissen die nicht, dass da Lampen sind. Aber wenn man den zweiten oder dritten Generator macht, sollte ich doch so schlau sein und vielleicht irgendwie die Kabel durchschneiden. Damit diese blöden Lichter nicht angehen. Genau die da, die meine ich. Ryder! Ryder, nein! Wo bist du? Was war das denn eben? War das Ryder? Ryder. Ja. Ah, ich werde geheilt. Los, zu Zurillone. Ist ein cooler Name. Ach übrigens, warum heiße ich Dark Burrito? Ganz einfach, ich mag Burritos und Burrito einfach, wer zu lame war, vergeben. Und dann dachte ich irgendwie Dark, Dunkel, Dark Side of Burrito, irgendwie so ein Mist. Und dann ist Dark Burrito entstanden. Das war meine Geburtsstunde. Genau, wir wollten den Ryder helfen. Riders on the floor. Das waren Zeiten, Need for Speed Underground 2. Ja, ja, ich glaube. Wird der. Ah, nein, die Zuzirillone ist in eine Falle reingetappt.
Oh, und da ist auch noch der Killer. Ach, hier geht richtige Action ab. Ja, lock ihn weg. Lock ihn weg. Und go. Ich komme. Ich komme. Komm mit. Komm mit, Frau in Blau. Ja, komm. Ich lauf dir hin. Nein! Ich befreie dich. Ah. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht auf mich, nicht auf mich, warum immer ich? Ah! Ach, der andere ist tot. Ah, wo lang? Wo lang? Hui. Ich hab keine Ahnung, wo lang. Er ist bestimmt genau hinter mir. Oh ja, ist er. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Er kommt. Leute, ich glaube, unser letztes Stündlein hat geschlagen. Nein! Das zum dritten Mal in einem Spiel in dieselbe Falle. Ich glaube, der kennt mich inzwischen. Du bist ein Arschloch. Leg deine Fallen woanders hin. Hör auf. Ich tapp da doch jedes Mal rein. Ich lerne doch nichts. Ich mag diesen Lerneffekt nicht. Naja. Warum tust du das? Nein, lauf, lauf, mein Freund. Hör auf, lauf weg. Lauf, lauf. Okay, ich kann sagen, wir sind am Arsch. Aber wir müssten, könnten vielleicht die Luke finden, falls der Typ, der liebe Ryder, sich entschließt, endlich mal, hi Killer, sich zu... Oh, der kriegt den Sonderplatz ganz oben. Ganz oben auf der Licht. Der, oder? Kriegt er den? Also ich finde den Platz cool. Wenn ich irgendwo hängen wollen würde, dann wäre das da. Oh nein, der kriegt den gar nicht. Oh, ich glaube, wir kriegen ihn aber. Ich glaube, wir kriegen den Sonderplatz ganz oben. Kriegt wen? Was? Nein, du kannst kein Holz hacken. Du bist nicht der Kettensägen-Typ. Du hast da was... Er spielt den falschen Charakter, eindeutig. Ich verstehe... Das ist ein, so ein richtig... Ja. Oh. 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 Damit habe ich nicht gerechnet. Gut, anscheinend sind wir tot, aber ich fand's ultra lustig, muss ich dennoch sagen. Es ist ziemlich cool gelaufen. Habe vielleicht noch ein paar Blutpunkte abgestoppt. Vor allem diese Flucht und während der Flucht noch den Typen da befreien. Das war eine coole Nummer. Ah, ja gut, wir haben auch gut Punkte bekommen, auf jeden Fall. Das war cool. Na, von dir bin ich ja enttäuscht hier. Stufe 13 Hauptsache und... Na. Naja, weiter geht's. Machen wir mal noch eine Runde. Los. Los, Lobby Simulator. Okay, Spielbeitritt. Okay. Ich glaube, wir machen hier einen kleinen Cut rein und bin sofort wieder zurück. So, da sind wir wieder und spielen weiter. Gab noch ein paar Probleme. Erstmal hatte ich ein bisschen Lust, Lobby Simulator zu spielen, aber jetzt sind wir wieder da. So. Ja, dann. Oh, der Keller. Gehen wir erstmal in den Keller und schauen mal nach dem Wein und was der sonst so hier unten bunkert. Aber meist ist hier unten ja so eine schöne Kiste und. Boah, das war anstrengend. Gut, dann. Los, wühlen wir hier mal. Da ist mal so viel drin und dann kommt immer so eine... Warum war mir das klar, dass es schon wieder Michael Myers ist? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Warum kommt er hier runter? Nee, kommt der... Gott, wir bleiben hier und machen nichts. Der ist, glaube ich, direkt über uns. Und... Jetzt ist er weg. In diesen super, super coolen Heilkoffer, der gar nichts bringt, weil man sich damit nicht mal einmal selbst voll heilen kann. Das ist perfekt. Meist zumindest. Und. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Ich glaube, wir sind so tot. Oh, oh. Ja. Raus hier. Raus. Lauf. Weit. Oh, Gott. Das ist alles nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Das könnte irgendeiner mal die Tusse retten, während ich hier auf meiner dramatischen und höchst actionreichen Flucht bin. Ah, ich kann ihn sehen. Ich kann ihn sehen, weil irgendjemand dieses Perk hat und er campt.
Blöder Sack. Dieser Furzknoten. Wir wollen unbedingt. Oh. Das wird gleich richtig blöd ausgehen. Ich ahne es schon. Oh oh. Okay. Ich habe einen Plan. Man glaube es nicht, aber ich verstecke mich jetzt in diesem Schrank und ich wette, der weiß, dass ich hier drin bin wieder. Aber ich setze mal darauf, dass er es vielleicht nicht weiß und jo. Diese Runde ist der Wahnsinn. Der hat jetzt schon zwei Leute im Keller hängen und wenn er mich noch aufhängt, bin ich einfach ein kompletter Vollhorst. Und ich glaube, der geht gerade strittstrucks auf mich zu. Nein, geh. Geh raus. Hör auf zu campen. Verdammt. Lenk ihn ab. Bist du des Wahnsinns? Hat sie gerade in meinen Schrank reingeguckt? Ist cool. Was mache ich jetzt? Keiner weiß. Ich glaube, ich warte jetzt nochmal hier, weil er wartet vielleicht, hoffentlich, falls er nicht weiß, dass ich hier drin bin. Bitte weiß es, bitte nicht. Ich gucke, wenn er geht, dann befreie ich jetzt auch alle drei. Das gibt... Oder zwei. Oh, er ist weg. Okay. Wow, wenn das jetzt klappt. Okay. Leute! Einmal! Es ist jetzt richtig dumm, weil gleich sind wir alle im Arsch. Nein, nicht, mach es nicht schon wieder! Was hat sie gegen mich? Warum tut sie das? Hör auf! Sie ist asozial. Ganz im Ernst. Du stirbst jetzt hier. Ich helfe dir. Oh, fett. Fluchte Scheiße. Wir wechseln den Schrank. Oh nein. Oh nein. Nein. Du kannst das nicht tun. Und ich hasse sie. Sie hat mich sowas von verraten. Ah. Ja, gut. Ja, die Runde, ich hab's verkackt, aber so richtig verkackt. War keine gute Idee. Aber Fluchtversuch. Na. Nee. Aber noch ein paar Blutpunkte abstauben mit Kämpfen. Wo ist diese Blöde? Die ist tot, ja. Hat sie verdient. Die hat mich sowas von genervt. Die hat dann auch nicht aufgehört, vor allem die sieht, ich bin da im Schrank, versteckt mich und sie macht es noch offensichtlicher und guckt da die ganze Zeit rein. Ich verstehe nicht ganz, was ihr Problem war. Ich bin extra gekommen, um sie zu retten und... Ja. Entitus, hör auf! Lass mich leben! Zerstaub und... Babam! Okay. Jo. Ich steige auf. Ja, dann war's das von der ersten Folge Dead by Daylight. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin offen für Kritik, Verbesserungsvorschläge und sonstiges. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!